Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptografie. So, wir schließen jetzt demnächst das Thema symmetrische Kryptografie alleine so ein bisschen ab und haben nach heute wirklich ein Schema, das CCA sicher ist und danach gibt es auch wirklich nichts mehr, was ihr dann noch draufpacken müsst. Dann gibt es nur noch so Sachen wie Hash-Funktionen und asymmetrische Kryptografie und so weiter und so fort. Also fangen wir einfach mal direkt hier an. Wir haben letztes Mal gesehen, dass dieses Fixed-Length-Mac uns nicht ausreicht, weil es einfach Fixed-Length ist. Und wir haben gesehen, wie man ein beliebig langes Mac-Tag-Teil daraus bauen kann. Und mir schreibt schon wieder irgendjemand, was nicht so cool ist. Genau, heute wollen wir uns das angucken, was in der Praxis tatsächlich verwendet wird. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch den Beweis gerne irgendwo mal durchlesen. Ich werde euch den nicht vorstellen, da bräuchte ich wahrscheinlich eigene 5, 6, 7 Videos dazu. Und er ist extrem krass. Also glaubt mir einfach, dass das Ding wirklich CCA-sicher ist dann am Ende. Und wenn ihr Interesse habt, könnt ihr den auch gerne mal selber probieren. Was wir jetzt machen werden, ist folgendes. Ich mache hier unten einfach weiter und lösche erstmal hier oben diese Leerstellen. So, okay. Gut, also was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen CBC Mac uns angucken. Und das ist sozusagen die Version, wie wir Macs benutzen können, sodass wir sicher sind, und zwar CCA sicher. Da wollen wir einfach uns den Algorithmus Mac angucken. K ist uns vorgegeben, wie immer, also der Schlüssel brauchen wir natürlich und die Nachricht M, die ist D mal N lang, D mal N lang. Brauchen wir aber auch nicht dazu sagen, war ja bisher immer so. So, und das macht jetzt folgendes. Als erstes teilen wir natürlich M wieder auf in diese MI. Also MI gleich, keine Ahnung, Split von M oder sowas. Also das kennen wir ja alles auch schon. Das zweite ist, ich mache das jetzt mehr oder weniger so in Pseudocode-Algorithmus, dass wir hier ein T brauchen, ach komm schon, ein T0 erstmal, also der Initialisierungstag sozusagen. Warum, werden wir gleich sehen. Das sind einfach n hintereinander gelegte Nullen in Bits. Okay, das heißt, wir haben da am Ende dann n Nullen stehen. So, danach machen wir folgendes, wir berechnen TI. TI berechnen ist mit einer Vorschleife verbunden, also Achtung, wir könnten jetzt sowas hinschreiben wie for i gleich 1 bis n. Jetzt aber. Okay. Also i gleich 1 bis nicht n, sondern d. Entschuldigung. Wir sind ja hier bei d Stellen. Okay, was wir jetzt machen ist t i gleich f von k, also der Schlüssel muss da auch nochmal rein, das ist wieder unsere pseudo-zufällige Funktion. Und jetzt packen wir hier ti minus 1 rein. Achtung, das geht, weil wir t0 schon definiert haben und wir fangen erst ab 1 an und gehen bis d. Okay, und was machen wir jetzt damit? Wir sagen xor mi da drauf. So, also das ist quasi alles, was wir hier brauchen. Das ist die ganze Magie. Und was wir jetzt zurückgeben, also was quasi unsere MAC-Adresse ist, das ist einfach nur TD. Nicht den kompletten Tag wie hier oben, sondern nur das allerletzte Stück. Das ist wahnsinnig cool, wahnsinnig effizient und auch ziemlich schnell berechenbar. Und das Tolle ist, das hier ist auch ein deterministischer Algorithmus. Das heißt, wir brauchen hier nicht mal Zufall drin, sondern wir können nachher zum Verifizieren auch die kanonische Verifikation benutzen. Also wirklich sehr, sehr praktisch. Und ja, jetzt mal als Pseudocode, ihr habt es gesehen. Ich kann es auch gerade nochmal aufmalen hier nebendran. Wir stecken M1 rein. Und das machen wir in F. Nein, in f von k, Punkt. Das bedeutet wie immer, dass wir hier, kleines k bitte, dass wir hier m reinpacken, also f von k, m1 berechnen. Und das nehmen wir dann weiter
und benutzen das Ganze für ein XOR. Na, komm schon. XOR. So. Und so weiter und so fort, bis wir das Ganze L-mal gemacht haben. Ich mache jetzt hier gar nicht mehr alle weiter, sondern am Ende kommt hier TL raus. TD, Entschuldigung. TD raus. Und das ist unser kompletter Tag. Kommt euch wahrscheinlich bekannt vor von CBC Mac. Das sieht auch ungefähr so aus. Und ja, im Prinzip steht deswegen hier auch CBC Mac und nicht wegen irgendwas anderem. Okay, so, und das Ganze hier ist jetzt CCA sicher und es wird auch in der Praxis benutzt. Das macht auch sehr viel Sinn, denn es ist sehr effizient und braucht extrem wenig Platz. Wir brauchen hier tatsächlich nur N Stellen. Hier vorne hatten wir D mal N Stellen gebraucht plus noch ein Tag. Also das war eigentlich so lang wie die Nachricht selber hier, was wir, oder länger als die Nachricht selber im Prinzip. Ja, was wirklich sehr, sehr nützlich ist. Okay, so, allerdings ist mir gerade eingefallen, wir sind noch gar nicht fertig, wir müssen das ja noch irgendwie zusammenkriegen. Wir müssen jetzt noch irgendwie dafür sorgen, dass wir die Verschlüsselung da reinkriegen. Und das machen wir im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.